Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe ein bisschen gesammelt, ich hätte aber nicht gedacht, dass es so viel wird. Und zwar habe ich jetzt einfach mal gedacht, ich mache ein großes Video, wo ich euch einfach alle Beauty-Produkte zeige, die ich so im Monat Juni mir gekauft habe und die jetzt neu bei mir in die Sammlung einziehen dürfen. Also wenn du Bock drauf hast, dich mit mir zusammen durch diesen Korb durchzuwühlen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird hier auch was auf jeden Fall zu verlosen, zu gewinnen geben und was es sein wird und was du dafür tun musst, kommt alles im Laufe des Videos. Ich habe auch ein bisschen was zugeschickt bekommen, was ich einfach jetzt hier in diesem Video zeigen wollte und ja, ich habe bei Morphe bestellt, bei BH Cosmetics habe ich bestellt, ich habe bei Lookfantastic bestellt, genau, da kann man nämlich die Beauty Points einlösen, wenn man diese Freunde werben Freunde Geschichte macht, per Lookfantastic und per Glossybox. Die haben da ja auch einen unfassbar coolen Online-Shop. Ich würde sagen, ich starte auch einfach mal mit Lookfantastic. Da habe ich mir geholt von Too Faced den Primed and Poreless Pore Blurring and Mattifying Face Powder. Genau, das ist ein Puder fürs Gesicht. Eigentlich hatte ich vor, mich mit den ganzen Produkten heute auch zu schminken oder mit einem Teil davon. Problem, ich habe heute überhaupt keine Lust, mich zu schminken. Ich bin ehrlich, deswegen werde ich das noch nachholen. Die gehen auch alle in meine Shop My Stash Lottery mit rein. Das heißt, ich werde sie auch nach und nach verwenden. Genau, das wollte ich aber auf jeden Fall gezeigt haben. Leute, ich liebe Too Faced. Ne? Und hier hat mich einfach diese Verpackung gecatcht. Denn sie ist wunderschön. Sie ist rosa, sie hat diesen goldenen Schriftzug drauf. Ich finde, dass diese Too Faced Produkte einfach immer wieder an Polly Pocket erinnern. Und ich liebe Polly. Ich habe noch Polly Pocket. So, ich habe eine Kinderspielkiste und da sind halt auch Polly Pockets drin. Natürlich keine Too Faced Produkte, weil viel zu teuer dafür. Ja, den habe ich mir einfach gegönnt und da sind Herzchen drauf und ja, was will ich da groß zu sagen? Man sieht da oben einen Spiegel, finde ich auch ganz schön. Da kann man sich gut drin sehen. Da sehe ich alle meine wundervollen Unreinheiten, die sich hier angesammelt haben. Frag mich nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Dann kann man den Puder, das Puder, hier auch einmal irgendwie hochklappen. Genau. Und das finde ich ja so süß. Dieser Petting Sponge, mit dem du quasi nachpudern könntest unterwegs, ist einfach mal ein Herz. Ach, die lassen sich auch immer Dinge einfallen, damit Leute wie ich die Sachen kaufen. Das ist echt Wahnsinn. Hier hätte man theoretisch auch nochmal einen Spiegel drin, ne? Also Leute, ja, ich brauchte es nicht, aber ich wollte es haben. Dann habe ich mir noch etwas weiteres dort geholt und zwar war von Illa Masca etwas reduziert, der Beyond Powder Highlighter. 7 Gramm sind hier enthalten und das ist die Farbe irgendwas Rotes, keine Ahnung. Beyond Powder Highlighter, Poudre Illumatrice, keine Ahnung, der ist auf jeden Fall krass. Der ist richtig geil. Ich weiß nicht, ob das auf dem Ding selber draufsteht, ansonsten hier, OMG Burst, genau. Und wir hatten in der Lookfantastic Socke, in dem Strumpf letztes Jahr, in dem Frauenstrumpf, auch ein Highlighter mit drin. Und Lloyd, der ist so krass. Und der ist so goldrosa. Komm, so ein paar Sachen kann ich hier auch swatchen. Und der ist halt wirklich super, super schön. Der ist halt hauptsächlich goldschimmernd, aber der ist halt so mega intensiv. Sieht man jetzt auf meiner hellen Haut. Fantastisch, oder? Ist der sehr intensiv, hat einen Spiegel mit dabei und ich finde den wundervoll. Und da der irgendwie reduziert war um 50%, hat er sich irgendwie ganz von alleine in meinen Warenkorb reinmanövriert. Ja, auch das habe ich mir gekauft. Natasha Denona. Fräulein T. erzählt immer wieder von Natasha Denona und wie toll die ist. Und ich habe mir gedacht, okay, Claudi, du hast noch nichts von der. Du willst vielleicht mal was testen, aber jetzt nicht irgendwie eine ultra krasse Lidschattenpalette oder so, sondern irgendwas, was jetzt nicht so ultra teuer ist. Für so ein Mini-Blush-and-Highlighter-Powder-Duo-Gedöns ist es ganz schön teuer gewesen, was ich dafür auf den Tisch gelegt habe. Trotzdem finde ich es okay zum Testen. Okay, ja, das ist ja irgendwie dämlich, aber irgendwie halt auch voll toll, weil man halt jetzt einfach mal eine Natasha Denona testen kann. So, und das war mein Plan und das kann ich jetzt tun. Das sind die beiden Tönchen. Die sind ja wirklich winzig klein, aber zum Testen, Leute, ne? Ich glaube, 19 Euro hat es gekostet. 19 Euro zum Testen läuft bei mir. Ja, manchmal ist die Frau ein bisschen crazy. Also der Blush ist wirklich super hell und der, boah, der Highlighter ist auch schön. Kriege ich den da irgendwie? Okay, aber dezenter als ich dachte.
da jetzt irgendwie mehr von erwartet? Aber noch. Das muss noch auf jeden Fall im Gesicht getestet werden. Da bin ich auf jeden Fall super gespannt. Dass der Blush auch so Schimmer mit drin hat, finde ich auch schön. Ich mag Schimmerblushes jetzt gerade im Sommer richtig gerne. Also von daher, ne, ist es jetzt in meiner Sammlung. Ursprung des Ganzen war eigentlich diese Foundation von The Ordinary. Und zwar Light Coverage Serum Foundation in der Farbe 1.1N. Genau, die habe ich mir geholt. Das hatte ich jetzt immer mal wieder in Videos gehört, dass die auch ganz toll sein soll, dass sie so leicht sein soll und auch gut für trockene Haut. Wollte ich auf jeden Fall mal austesten und deswegen ist sie jetzt einfach auch mitgekommen. Was ich halt gut finde, ist, dass du direkt einen Pumpspender dran hast. Was ich vermisse, ist ein Deckel, um das ganze Schmodder sicher zu verschließen, aber gut. Jo. Ne? Soll gut sein. Wollte ich testen. Shake before use. Oh, die ist super flüssig. Wenn ich das jetzt einmal so schüttel, das ist echt krass. Oh ja, die ist super flüssig. Krass, wie die abgeht. Da bin ich echt gespannt. Also farblich passt es schon. Man sieht es jetzt ja auch kaum auf dem Handrücken. Aber das ist jetzt quasi, ne? Ohne Foundation, mit Foundation. Muss ich mal austesten. Aber ich glaube, farblich geht das klar. Als nächstes habe ich etwas zugeschickt bekommen und ich denke, das habt ihr auch schon bei mehreren Influencern gesehen. Und zwar geht es hier um die Marke Beauty Mates. Die hatten mich angeschrieben, ob ich Bock hätte, so ein paar Produkte von denen zu testen. Und ja, die wollten sich dann nochmal im August bei mir melden, wenn ich dann entsprechend die Sachen auch getestet habe. Und das wird demnächst auch geschehen. Das ist einmal das Hyaluron Lift Cream. Die Hyaluron Lift Cream. 24 Stunden Intensivpflege für trockene Haut habe ich. Hautberuhigende, parfümfreie Intensivpflege mit Ceramid Repair Komplex und Hyaluronsäure. Das finde ich toll. Und es ist halt wirklich für trockene Haut. Das heißt, es ist für meine Haut wirklich gemacht. Da ist ein Spatel auch mit drin. Ja, gut. Ne? Und das ist ein Tiegel. Finde ich echt klasse. Morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen und sanft einmassieren. Auch für Hals und Dekolleté geeignet. Ja, würde ich da machen. Ne? Also meine 24-Stunden-Creme ist halt noch verschlossen. Und ich glaube, das soll ja auch ohne Parfümstoffe sein. Ich weiß es nicht. Es riecht auf jeden Fall nach nichts. Und das wird dann demnächst getestet. Also das ist dann quasi meine nächste Gesichtscreme. Dann hat Beauty Mates ja sich zur Aufgabe gemacht, quasi für jeden das perfekte Add-on zu finden. Und da haben die mir zwei Add-ons geschickt. Einmal der Augenlifting Booster, der mindert Fältchen. Und Augenschatten mit 360 Grad Wirkstoffkomplex für die Augenpartie. Ich weiß nicht, was der 360 Grad Wirkstoff sein soll. Einmal drumherum, ich weiß es nicht. Und das Intensiv- und der Intensiv-Lifting-Booster für straffe und feste Konturen mit High-End-Lifting-Peptid. Das ist ja auch nett, ne? 1 bis 3 Tropfen in die Creme mischen. Okay, also kann ich mir quasi aus der 24-Stunden-Creme direkt auch eine Augencreme basteln. Das ist auch interessant, ne? Das werde ich mal machen. Und dann das Intensiv-Lifting-Booster-Serum. Das ist dieser hier. Auch da 1 bis 3 Tropfen einfach mit in die Creme. Spart man sich halt auch in dem Sinne das Serum. Das finde ich auch interessant. Huch. Wird einmal hier hochgedreht. Dann ploppt das hier hoch. Kann man das wahrscheinlich pumpen. Und dann weiter drehen. Genau. Und dann hat man eine Pipette. Und dann kann man das da reintropfen. Ja, das ist cool. Das ist fancy. Ja, bei BH Cosmetics bin ich dann leider etwas eskaliert. Aber es gab halt eine 50% Aktion für Lidschattenpaletten, ne? Und da habe ich dann zugeschlagen. Ich poste sowas natürlich auch auf Instagram, wenn ich sowas sehe, ne? Bevor ich da halt shoppen gehe und so, dass ihr dann auch Bescheid wisst. Ich entferne hier nochmal meinen Klebi, der mich daran erinnert hat. Als erstes habe ich mir geholt von BH Cosmetics den Concealer. Das ist dieser hier, der Total Coverage Concealer. Und den habe ich mir geholt in der Farbe 100. Ich hatte den schon mal irgendwie in Gelb oder so, ich weiß es nicht. Da hat er mir ja null gefallen, aber jetzt wollte ich dem halt nochmal eine Chance geben. Denn der soll echt gut sein, habe ich irgendwo auch gehört. Der soll auch tierversuchsfrei sein, das hat mir auch gut gefallen. Und der hat halt einen merkwürdigen Applikator, das ist nicht ganz meine Welt. Weil das halt auch schnell schmierig wird, aber gut, auch ein Schwämmchen-Applikator wird irgendwann schmierig. Ich gebe das hier gerade mal über meine Foundation-Hand. Der ist relativ hell, aber er gefällt mir. Von der Farbe her wirklich gut. Bin ich mal gespannt, ne? Wie der sich dann auch verblenden lässt. Als nächstes habe ich einige Lidschattenpaletten geholt, weil es war ja 50% auf Lidschatten. Da habe ich zum einen geholt die Trendy in Tokyo Palette. Die möchte auf jeden Fall auch getestet werden. Die ist richtig schön bunt. Das ist echt Wahnsinn, wie cool die aussieht. Und die hat sowohl matte als auch schimmernde Töne. Die ist krass, ne?
Das ist halt so eine richtige Claudi-Liebzi-Palette. Also die fühlen sich echt klasse jetzt so an. Oh, wahnsinnig cool, oder? Ah, ich stehe drauf. Leute, das ist natürlich jetzt hier voll die Claudi-Eskalation. Es tut mir fast leid. Oh. Boah. Ja gut, dieses Gelb, was ich jetzt hier geswatcht habe, hätte ich ja eher als grün identifiziert. Aber es ist dann doch eher gelb. Schade. Ich hätte mir lieber ein richtig schönes Grün gewünscht, aber na. Schicke Töne. Kannst du gut was mit basteln, ne? Im Gesicht drin. Wenn man denn dann mal Bock hat, sich zu schminken. Ja, ich weiß. Manchmal habe ich das auch mal, dass ich da einfach keinen Bock zu habe. Smitten in Switzerland ist dann eher so die etwas gedecktere Seite der ganzen Geschichte. Das sind dunklere Töne, die jetzt nicht so knallen, aber sie sind trotzdem auf ihre Art und Weise sehr, sehr bunt, finde ich. Uffala. Das ist ein hammergeiler Ton. Boah, die sind wirklich Butter auf der Haut und auf dem Finger und überhaupt und sowieso klasse, oder? Ja, das ist ein Kontrast. Die beiden Paletten sind wirklich ein Kontrast zueinander. Das eine ist wirklich sehr poppig, sehr Party, sehr rampampam und das andere ist eher so gedeckter, dunkler, düsterer, städtischer. Keine Ahnung, hätte ich jetzt einfach mal so gesagt. Das sind ja diese BH Cosmetics Städtepaletten, die einfach mega krass sind. Genau. Und in diesem Video gibt es tatsächlich zwei Paletten zu gewinnen. Und das ist einmal die Summer in Saint-Tropez Palette. Das ist diese hier. Halt eher so in die Richtung Trendy in Tokyo. Auch eine sehr, sehr bunte Geschichte. Sehr, 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 sehr sommerlich. Und Leute, es ist Sommer, deswegen wollte ich die verlosen. Ne? Denn die ist auch super aufregend. Und die zweite Palette, deswegen zwei Gewinner in diesem Video, ist die Love in London Palette. Die halt auch so in diese mitten in Switzerland Richtung geht, also auch sehr urban. Urban, das ist das Wort, was mir eben gefehlt hat, genau. Das ist auch eine wirklich krass intensiv pigmentierte Palette, wo mir jetzt leider was rausgeflogen ist. Da kannst du auch richtig natürliche Looks schminken, aber auch sehr, sehr dunkle, aufregende Hammer. Ich will da mit meinen Fingern rein, aber nein, Claudi, du hast sie zum Verlosen geholt, das kannst du jetzt nicht bringen. Genau, alles, was du dafür tun musst, ist ganz einfach. Schreib mir einen lieben Kommentar unten in die Kommentare. Entweder mit dem Hashtag London oder mit dem Hashtag Summer. Ja, London oder Summer, machen wir es einfach mal so. Und jo, genau, dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Ich habe aber noch weitere Sachen von BH Cosmetics gekauft, Leute. Ne? Und zwar der HD Brow Pencil. Ja, ich glaube, ihr merkt es schon. Ne? Ich habe vor, ein Full Face BH Cosmetics zu schminken. Und den habe ich in der Farbe Blond geholt, denn obviously ein Blond. Auch wenn die Lichter das hier nicht so zeigen, aber ich bin's. Das ist hier einfach einer zum Hochdrehen. Oh, der ist aber hart. Vielleicht aber nur die erste Schicht. Mal gucken. Aber der ist aschig. Das könnte auf jeden Fall was werden in meinem Gesicht. Ja. Und auf der anderen Seite hat er einen Spoolie. Dann gab es noch die Mascara Stella Lash Volumizing Mascara. Die fand ich auch super interessant. Ich finde, BH Cosmetics wird hier auch relativ selten gezeigt, bis auf die Lidschattenpaletten, ne? Und das hatte mich selber an mir selber merkwürdig gestimmt. Deswegen habe ich da noch ein bisschen was nachgekauft. Ja, die sieht aufregend aus und ich finde die Verpackung wunderschön. Ich finde dieses Holographische von dem Schriftzug geil. Ich mag diesen Marvel-Mabel-Effekt, keine Ahnung, oben hell, unten dunkel, in der Mitte Farblauf, keine Ahnung. Und jetzt gucken wir uns mal das Bürstchen an. Ein Kunsthaarbürstchen, was mich so ein bisschen an die Paradise Ecstatic / Better Than Sex von Too Faced erinnert. Riecht nach Mascara, ist da jetzt nichts Wildes mit bei. Ja, wird getestet. Dann gab es noch das Under Eye Brightening Powder. Das ist dieses hier. Ich habe mir gedacht, das kann man auch theoretisch fürs ganze Gesicht verwenden. Und was ich hier super praktisch finde, ist, dass du den Deckel einfach hochklappen kannst. Das musst du nicht abdrehen oder so. Und da ist auch noch ein Spiegel drin. Ei. Wundervoll, oder? Kleines Puffelding. Und dann geht die Party ab. Das wird getestet. Spiegel, der ist fancy. Und als letztes von BH Cosmetics bestellt, habe ich mir den Brilliance Bronzer. Das ist dieser hier. Den fand ich auch ganz gut. Blush und so habe ich ja alles da. Zum Beispiel auch in Influencer-Paletten vorhanden. Dementsprechend kann ich mich da austoben und demnächst mal ein Fullface schminken. Ich finde das Verpackungsdesign schön. Bronze Babe. Das Einzige, was mich bei BH Cosmetics so ein bisschen stört, ist, dass die halt kein einheitliches Design so haben. Ne? Das ist sehr unruhig. Und hier haben wir den Bronzer, der relativ warm ist. Auch wieder mit Spiegel, was ich toll finde. Also der ist wirklich relativ warm, ne? Wenn man sich das so anschaut.
Ei, der ist aber stark pigmentiert, da muss ich aufpassen. Huch, da kann es aber schnell fleckig werden, ne? Das muss ich mit einem ganz vorsichtigen Pinsel auftragen. Und einer ganz vorsichtigen Hand. Jo, so viel zu BH Cosmetics. Schweifen wir einfach mal weiter zu Morphe. Auch bei Morphe gab es eine 50% Aktion. Und Leute, wenn es 50% auf alles gibt, ne, da schlage ich zu. Ich hatte auch vor, mit Morphe mal ein Fullface zu machen. Da muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, weil man nicht immer alle Produkte so bekommt. Aber zuallererst habe ich mir den Glamour Bronze Face and Body Bronzer mit ganzen 20 Gramm geholt. Big Bold Bronze. We're bringing the stunt to you. This large and in charge Palette delivers a buildable bronze to keep that sultry vibe going strong. Ist einfach schon krass, wie das auch geschrieben ist, ne? Ich weiß nicht, Morphe Lidschattenpaletten finde ich toll. Morphe Schminkprodukte im Allgemeinen, weiß ich nicht. Pinsel sind auch ganz beliebt, ne? Aber ansonsten hört man da nicht so viel von der Marke hier auf YouTube, finde ich. Das ist die Farbe Originator. Das ist ja, ein sehr simples Verpackungsdesign, aber mit einem riesengroßen Bronzer und dann noch ein Spiegel mit dabei. Schon cool. 20 Gramm, ey. Ist heftig. Das ist ein bisschen kühler, würde ich sagen, als der von BH. Aber schon sehr ähnlich. Leute, komm. Nicht so. Also, das ist jetzt dieser hier, ne? Sehr ähnlich. Könnte fast das gleiche sein. Ja, vielleicht sogar ein bisschen heller. Kommt drauf an, wie intensiv man den aufträgt. Dann gab es hier die Just a Crush Artistry Palette von Morphe. Das ist diese hier, die 9J Just a Crush. Von Morphe habe ich ja schon eine von diesen neuen Paletten. Ich glaube, die 9A. Die müssen wir mal in einem Adventskalender mit drin gehabt haben. Ist auch immer gut eingepackt in Luftpolsterfolie. Die bewahre ich hier immer auf und verwende die weiter. Und da sind die immer sehr, sehr einheitlich, ne? Das ist auch sehr, sehr cool, finde ich. Und hier habe ich mir so eine bärige Palette bestellt, die ich auch echt ansprechend fand. Durch die matten Töne, die Schimmertöne, da kannst du echt einen guten Look mit schminken. Schade ist, dass man halt die Farben nur auf diesem komischen Plastikvieh hat, was ich eigentlich grundsätzlich wegschmeiße. Aber na. Und was mir hier fehlen würde, wäre wahrscheinlich so ein Inner Corner Highlight. Aber da gucken wir einfach mal, wie sich das dann gestaltet, wenn ich die schminke. Und so sehen die Swatches auf den Fingern aus. Und dann swatchen wir die hier auf dem Arm. Das ist schön. Aber nicht so schön wie BH Cosmetics, um ehrlich zu sein, oder? Aber nett. In dem Schminki, was ich anstrebe, habe ich dann noch eine Palette mitbestellt, die 9S So Chill Palette. Die möchte ich da dann verlosen. Jetzt nicht in diesem Video, weil da haben wir jetzt schon die BH Paletten. Und zwar ist das die Blend the Rules. Da hast du mit dem Ton, der sich genau in der Mitte befindet, so einen wundervollen Duochrome-Ton. Dieser Braun-Grün müsste das eigentlich sein. Ja, finde ich richtig cool. Und die wird dann in dem Fullface Morphe verlost werden. Wie sollte es auch anders sein? Selbstverständlich habe ich mir ein Pinselset mitbestellt. Das ist das Morphe VIP Sweep by Saweetie Six-Piece Brush Collection and Belt Bag. Und diese Gürteltasche fand ich eigentlich ganz cool, weil, wenn ich mit Sammy spazieren gehe, habe ich immer irgendwie so eine Umhängetasche mit dabei, die mir aber tierisch auf den Keks geht. Und ja, die könnte ich theoretisch tatsächlich dafür sehr gut verwenden. Ja, 1A, ne? Leicht auffällig, diese Gürteltasche, aber die sind ja auch mega angesagt zurzeit. Also von daher, warum eigentlich nicht? Kann man eigentlich ganz gut verwenden. Erinnert mich dann so ein bisschen an unsere Urlaube, die wir damals als Familie mal gemacht haben, weil da hatte ich auch immer so eine komische Gürteltasche. Von daher läuft. Ja, ne? Ist sogar echt praktisch. Kannst du Leckerlis reinmachen, kannst du Kram reinmachen, kannst du dein Leben reinmachen. Und hier ist das Pinselset. Das fand ich einfach von der Optik her auch sehr, sehr schön. So schauen die Pinsel aus und das sieht doch alles schon mal ganz gut aus. Und das hier ist ein Pinsel, den ich super spannend finde, denn der ist oben mit Silikon. Wir alle kennen noch diese Lidschattenapplikatoren, mit denen du ja Produkt aufgenommen hast, um sie eben auf deinem Lid ganz genau zu platzieren. Und den hier kannst du ja sogar sauber machen, weil es ist aus Silikon, denke ich mal, ne? Und ja, da habe ich jetzt endlich ein Produkt. Ein Pinsel, den ich nehmen kann, wenn ich dann mal so ganz verrückte Geschichten machen möchte. Also das finde ich ultimativ gut. Silicone Glitter Packer Brush. So heißt der. Die Ice Dunners Six-Piece Eye Brush Collection and Bag mir bestellt. Das ist diese hier. Ich weiß nicht warum, aber aktuell fahre ich einfach voll auf Pinsel ab. Ich bin da, ich weiß auch nicht, verrückt. Das ist eine schöne Tasche. Ich persönlich benutze Taschen nicht wirklich, weil ich habe hier meine Aufbewahrung, wo ich meine Pinsel immer. Ciao.
reinpacke. Ich benutze die aber, wenn ich jetzt Verlosungspakete habe oder wenn ich Tauschpakete habe, dann mache ich dann immer auch was damit rein, halt als Verpackungsmaterial. Und in diesem Pinselset sind diese Pinsel enthalten. Und das hier ist ein Pinsel, der ist auch super aufregend. Damit kannst du dir Gel-Eyeliner auftragen oder ganz, ganz feine Linien zeichnen, sei es am Wimpernkranz oder wenn du hier auch mal einen Eyeliner dir malst. Und deswegen durfte der einfach mal mit, weil ich sowas, glaube ich, noch gar nicht habe und habe. Dann habe ich von der lieben Firma Summerfood wieder Summerfood-Produkte zugeschickt bekommen. Richtig geil. Ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, als ich das letztes Jahr getestet habe. Kann ich dir hier oben mal verlinken. Hat mir richtig gut gefallen. Also der zieht dir wirklich deine Sachen richtig von den Füßen runter, deine Hornhaut. Ich habe ein bisschen was zugeschickt bekommen. Zum einen die ganz normale Summerfood-Maske. Das ist diese hier. Ich denke, dass ich die dann auch nochmal dieses Jahr machen werde, um dann einfach den ganzen Schmodder runterzunehmen und wundervolle Füße für den Sommer zu haben. Das gleiche habe ich ja auch nochmal für den Mann bekommen. Die wird weiter wandern, weil mein Freund sowas nicht gerne macht. Und dann haben die mir noch mit beigepackt, das finde ich ganz interessant, das ist die Blackhead Mask bei Summerfood. Die soll dir halt wirklich die Nase verfeinern. Das machst du auch nur auf die Nase drauf, weil die sehr, sehr intensiv sein soll. Auch das wird getestet. Also vielen Dank an Summerfood, dass ihr mir diese coolen Produkte wieder geschickt habt. Da kann ich mich wieder durchtesten. Last but not least, ich habe bei Douglas bestellt und auch das nehme ich hier jetzt mit ins Video auf. Da gab es einige Goodies mit dabei und ja. Ich plane ein Fullface zu Eva. Da brauchte ich ein paar Produkte und weil ich das brauche, habe ich mir natürlich auch Morphe-Produkte gekauft. Nein, weil ich auch ein Fullface-Morphe geplant habe. Das erste Produkt ist hier dieses Morphe-Produkt. Das ist diese Kollaboration mit Many MUA, die Glam-Palette. Die fand ich einfach interessant und schön. Und da sind halt auch diverse Face-Produkte, glaube ich, mit drin. Ich glaube, Highlighter waren da mit bei. Ich finde das Design von diesem... von dieser Verpackung nicht so schön. Die hätten das hier komplett runterziehen sollen und nicht halt diesen weißen Strich, weil hinten drauf ist es halt auch und ich finde das nicht schön. Diese Marble-Optik an sich finde ich aber toll. Die mag ich. Und hier genau haben wir dann die Lidschattentöne und Highlighter. Richtig coole Töne, finde ich. Mein Arm ist zu kurz. Ich mache hier weiter. Auf meinem ultimativ muskulösen Oberarm. Aha. Da ist die Pigmentierung auf jeden Fall besser als bei der neuen Y-Palette, finde ich. Ja, aber den Highlighter sieht man wieder nicht, weil ich einfach eine Kalkleiste bin und es tut mir leid. Ich hatte gesagt, ich möchte ein Fullface zu Eva schminken, deswegen zeige ich euch erstmal die zu Eva Produkte, die ich gekauft habe. Und zwar sind das zwei Lidschattenpaletten. Ja, Claudia, du brauchst eigentlich keine zwei Lidschattenpaletten, wenn du ja auch schon Lidschattenpaletten von zu Eva hast, aber die fand ich so schön. Und die waren reduziert. Hier ist einmal die Heritage Palette. Hier haben wir die dann einmal auf den Fingern. Ui, der lila Ton gefällt mir. Nee, das gefällt mir generell. Da kann man was Schönes mit schminken. Das gefällt mir gut. Also ich denke, dass man da halt wirklich so Abendlooks auch richtig schön mit schminken kann, ne? Oder so Day-to-Night-Looks, dass du dich morgens erst mit diesen Tönen schminkst und die dann toppst mit diesen Tönen, um dann so einen Abendlook draus zu machen. Kann ich mir gut vorstellen, das ist cool. Und dann habe ich mir noch die Artisto-Palette geholt und die ist so hochkant, das fand ich auch witzig. Und die schaut so aus. Wir haben hier diese Reihe komplett matt und diese Reihe komplett schimmernd. Aus so einer Palette kann man auch schnell so zwei Farben-Looks einfach schminken. Das heißt, du gibst dir das Matte in die Lidfalte und so ein bisschen an den Wimpernkranz und toppst das dann quasi auf dem Lid mit dem Schimmerton. Und hier haben wir die Töne dann nochmal auf dem Finger. Das ist eher so in die neutrale Richtung. Neutrale Richtung, ja. Kann man dazu sagen. Mein Arm sieht aus, Leute, echt. Ja, dann lohnt sich das Duschen heute Abend aber auf jeden Fall. Oh, ich mag zu Eva. Ich weiß nicht, warum ich mir damals da nicht so wirklich was von geholt habe, weil die ist echt, die Qualität ist echt toll. Die haben so schöne Paletten, ne? Achso, weil ich was von zu Eva bestellt habe, gab es auch nochmal die Spring Strobe Spectrum Palette gratis mit dabei. Das ist diese hier. Das ist eine Highlighter Palette. Ab einem gewissen Bestellwert, ich glaube ab 25 Euro zu Eva Produkte oder so. Ich wollte eigentlich mir auch dieses Puder holen, aber es war in dem Moment leider ausverkauft. Und hier haben wir dann die Highlighter Töne. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die behalte oder ob ich die weitergebe. Deswegen möchte ich die jetzt erstmal nicht swatchen. Dann habe ich mir noch mitbestellt, weil das auch irgendwie reduziert war, das Urban Decay All Day, All Night Rebound Travis heißt Duo. Da habe ich
ja, zwei verschiedene Produkte drin. Das ist einmal der ganz normale All-Nighter und der Rebound Primer ist es ja eigentlich, ne? Genau, das ist ein Primer zum Sprühen und das ist ein Fixing Spray zum Sprühen. Und das Fixing Spray finde ich richtig klasse und vielleicht ist das Priming-Gedöns genauso gut. Mal gucken. Dann gab es noch ein paar Goodies mit dabei, ne? Also ganz klassisch Hugo Boss bottelt so eine Parfümprobe für Herren. Dann Lacoste Pour Femme, eine Parfümprobe für Frauen. Man kann da irgendwie gar nicht mal so wirklich auswählen, das finde ich ein bisschen schade. Dann gab es eine Karte mit dabei. Die nehme ich immer für Verlosungspakete von Isadora. Das fand ich cool. Ein Lippi, das ist dieser hier. Der ist in der Farbe Marvelous Mauve. Ich mag Mauve. Richtig, richtig schön. Den swatche ich hier. Ganz, ganz toller Ton. Voll der Claudi-Ton, Leute. Ich sag euch das. Dann gab es noch eine Caviar CC Cream. Und ich dachte erst, hey, cool, das ist dann ja wie eine Base. Nee, es ist für die Haare. Leave-in Hair Perfector. Habe ich mich ein bisschen vertan. Das ist von der Marke Alterna. Ja. Und, das fand ich auch interessant, ein gratis Muster von dem Make-up Eraser. Hier steht extra drauf, dass es nicht die Originalgröße ist, aber hey, für die Augen oder für die Lippen kann man das auf jeden Fall bestimmt gut gebrauchen. Ja gut, das ist halt wirklich so. Und normalerweise ist der halt so groß und ich habe den auch. Aber ja, da kannst du halt dann eben mal die Lippen mit abschminken oder so oder Toner auftragen oder sonst irgendwas. Juhu, was ist das? Das war's. Das war's. Das war's ja schon, Mensch. Ja, das war jetzt mein Haul von meinen dekorativen Kosmetikprodukten, die ich mir im Monat Juni bestellt habe. Denkt auf jeden Fall an die Verlosung und ja, schreibt mir doch gerne mal, welches Beauty-Produkt du zuletzt bestellt hast, gekauft hast, im Laden, wo auch immer dir gekauft hast, welches zuletzt bei dir einziehen durfte. Das würde mich auch mal interessieren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich brauche mehr Kaffee. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!